So. Also Update, die Elfis hat eine leichte Verletzung, die hat ein bisschen gelahmt, jetzt war die Hufschmiedin da, also die Hufe sind bei ihr sehr flach, sie geht so plattfuß, so wie ich, und dann hat der Tierarzt noch mal drüber geschaut und der hat gemeint, sie dürfte eine Entzündung haben, sie dürfte sie irgendwo auf einen Stau oder irgendwas beim Spazierengehen verletzt innen, so geprellt oder keine Ahnung, auf jeden Fall muss sie sich jetzt schonen. Und wie er da war, habe ich gleich gesagt, schau mal auf die Zitzen, ob die schon angeschwollen sind. Und er hat schon gesagt, das heißt Alter. Sag ich, Alter heißt bei der Kuh, bei dem Pferd sind das Zitzen. Sagt er, nein, das sind Alter. Den Rest der Diskussion, der spare ich. Im Endeffekt hat er mir das Skalpell, wie heißt das, was man am Hals hängen hat? Alter, das Stethoskop. Hat er mir dann das Stethoskop gegeben und hat gesagt, wenn ich eh keine Ahnung hab, mach du. Und er sagt, nein, okay, passt, du hast eh Ahnung. Unser Tierarzt ist wirklich der beste Tierarzt ever. Und ja, also das Alter ist schon ein bisschen größer und es ist so 4 Wochen plus minus, so die Elfi ihr Baby, ihr Fohlen bekommen. Und bei der Hilde schaut's auch schon recht gut aus, also wir sind entspurt. Wobei dazu sagen muss, die Elfi ist momentan sowieso so ein liebevolles, verschmustes Pferd. Die Herm ist mehr so die Autonome, die Selbstständige. Und die Hilde ist so die Skeptische. Da darf nur ich, die mag keine Fremden und so. Und jede hat so ihren eigenen Charakter. Und jetzt muss ich noch was zu dem Video dazu sagen, wo ich gepostet habe, wann in der Früh umgekommen in den Stall, wie mich die Mädels begrüßen. Wenn ich in den Stall komme, dann putze ich den auch, ja? Weil ich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich Pferde habe und mit ihnen arbeite und mit ihnen und irgendwann einmal auch gern reiten tät, dann muss ich mich auch um sie kümmern können. Und darum bin ich immer, wenn ich frei habe, in der Früh drüben und putze den Stall von den Mädels selber. Ja? Das heißt, wenn ich hinkomme, natürlich ist dann im Auslauf die Kacke. Ich war ja noch nicht dort zum Putzen. Und wenn die Pferde über die Nacht, die haben ja eine große Koppel, die kennen ja eine aus, die haben einen Offenstall, und die kommen auf die glorreiche Idee, sind da Gatschlocken zum Wurzeln, dann schauen die halt nicht gerade sauber aus, gerade in der Früh, ja? Was vom Vortag noch, ja. Also, meine Pferde sind dreckig. Das hat einige Leute sehr gestört. Ich muss jetzt leider euch dazu sagen, wenn ihr, ja, oder ungepflegt, ja, also, ich wasche mich täglich und meine Pferde werden täglich gebürstet und jeden Tag kriegst die Huf gemacht, ja? Aber manchmal sind sie trotzdem dreckig, aber sie sind glücklich, so wie ich, ja? Und ich bin auch oft dreckig und das haben sich ja schon urviele Leute aufgeregt, warum ich immer so dreckig in meine Videos bin. Ganz einfach, weil die Optik wurscht ist. Es ist so wurscht, wie jemand ausschaut. Man sieht, dass einer gut geht, man sieht, dass die glücklich sind. Na, da dürfen sie auch einmal dreckig sein. Und ich sag's euch ehrlich, wenn ich vom Stall oft umgekommen bin, jetzt in der Früh oder auf die Nacht, seht ihr mich meistens, ich bin eine Kaffeetante, komme ich mal hinten, dann nehme ich mir einen Kaffee und jetzt gibt's Weihnachtskekse und da esse ich Weihnachtskekse und dann komme ich drauf. Manchmal komme ich drauf, langsam. Fuck, ich hab die Hände nicht gewaschen. Und dann denke ich mir, was soll ich mir von meinem Pferd holen? Da graust man mehr, wenn ich manchen Menschen die Hand gebe, da graust man wirklich, als wenn ich meinem Pferd die Huf mache, ja? Also, nach Menschen wasche ich mir eher die Hände, nach meinem Pferd nicht. Und ganz ehrlich, dann wutzeln sie sich halt, dann sind sie dreckig, aber es geht ihnen super gut. Und das nächste muss ich jetzt noch dazu sagen, ein Schmuse-Video von der Elfi sieht man hinten, weil das, ich finde das so lieb, wir haben das jetzt aufnehmen müssen, weil die ist so, die ist momentan so mein Herzblatt. Ich liebe alle, aber sie hat momentan den besten Draht zu mir und ich zu ihr. Die Hilde auch, aber die Elfi hat momentan so, die ist so anhänglich, das finde ich so lieb. Ich habe irgendwo kommentiert, in einem Pferdeforum, wo es eben darum ging, über Pferdesport und bla bla bla. Und da entstand eine Diskussion und ich habe da halt meine Meinung gesagt. Und da hat mir jemand geschrieben, und das ist jetzt kein Scherz, mit dir veganen Beta-Anhängerin, die keine Ahnung von Pferden hat, diskutiere ich nicht. Und ich habe mir gedacht, oh fuck, ich bin ein Beta-Anhänger, was ist das? Ist das eine rechtsradikale Partei? Bin ich jetzt in irgendeiner Nazi-Organisation? Oh Gott, nicht? Und dann habe ich Beta einmal gegoogelt, weil ich kenne mich ja da nicht aus. Das ist eine Tierschutzorganisation, ja? Also, ja, wenn man vegan ist und bei einer Tierschutzorganisation Beiträge liked,
dann ist man halt kein Pferdeexperte. Habe ich mir sagen lassen, ist in Ordnung, gerne. Und jetzt zum allgemeinen Verständnis. Wenn ich irgendwas gefällt mir drücke oder Beiträge teile, dann schaue ich grundsätzlich nie, von wem die sind. Weil mir das völlig wurscht ist. Wenn der Beitrag gut ist, dann kann den posten, wer will, werde ich ihn teilen, weil der Beitrag gut ist. Und mir ist so blunzen, von wem der ist. Und darum wünscht euch jetzt eine vegane Beta-Anhängerin, Gott sei Dank, eine Rechtsradikale, die Kurven gerade noch kriegt, einen schönen Abend und, jo, ohne Worte.